Ortswechsel nach Graz und somit zur 16-jährigen Sophie, ihrer 9 Monate alten Tochter Helena und ihrer Großfamilie. Es ist Mittagszeit. Essen ist fertig. Kommt sie bitte zu Tisch. Helena, essen. Lukas, gib mir was essen. Können wir essen. Ich finde es sehr schön, wenn wir also gemeinsam einmal Mittag essen können. Ist ja sehr selten in der heutigen Zeit, dass wirklich die ganze Familie oder auch eine Großfamilie gemeinsam am Mittagstisch sitzt und essen kann. Und ich meine, bei uns ist es auch nicht immer der Fall, aber manchmal geht es schon. Also am Wochenende auf jeden Fall immer und unter der Woche gibt es manchmal auch Gelegenheiten, wo das eben dann vorkommt. Und das nutzt man natürlich schon aus und dann kann man auch alle miteinander sprechen und das ist schon sehr gemeinschaftsfördernd und das fördert einfach die Familie. Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Dank sei dir dafür. Amen. 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 Nein, Elias, was? So. Mama. Guten Appetit und alle essen mit. Und der nichts zum Essen hat, der ist in Körper nachgesatt. Mahlzeit. Zum Mittag lesen wir halt ein Tischgebet. Also ich lese es gern selber immer vor, weil ich schon so gut lesen kann. Und ich lese es auch gern vor, aber ich kann dann nicht so oft, weil ich besser lesen kann. Naja, dann wechseln wir uns einfach ab. Hey, das sieht dann nicht schon sehen. Helena, benimm dich. Da muss man wirklich noch den Manieren lernen. Ja, das. Wird schon mal sein. Das ist Gott sei Dank der Sophie. So geht es nicht, Helena. Manieren sind sehr wichtig, finde ich. Vor allem Tischmanieren. Und ich möchte auch, dass die Helena also Manieren hat. Du musst ein bisschen braver sein. Das gibt es nicht. So, Helena, so geht's nicht. Ganz alleine ausgesucht. So geht's nicht, Helena. Da musst du wieder reinsitzen. Helena, wieso musst du immer so leise sein beim Essen? Sophie, du musst eingreifen. Du musst viel mehr auf die Erziehung achten. Ja, meiner Meinung nach sollte man schon den Kindern zeigen, wie es richtig gehört und wie man das eigentlich haben möchte. Und später dann schon ein bisschen strenger sein, dass mit dem Essen nicht gespielt wird, dass es nicht herumhaut und so. Das ist immer sehr anstrengend. Ja, du bist die Schlimme. Nein, Helena, du musst bitte brav sein. Besser wäre, wenn man irgendwie einmal. Sophie, wenn man gut oder was. Ja. Man, da muss man was das überlegen. Problem ist, sie bleibt ja nicht mehr gescheit sitzen. Ja, aber so hätte man mehr Ruhe, ja, wenn sie nicht ständig aufstehen würde. Du bitte sitzen. Das sehr gefährlich ist. Ja. So tut man nicht. Helena, sei nicht so frech. Nein. Helena, das dürfen die Babys nicht. In Graz müssen Sophie und ihre Geschwister Liane und Elias Hausaufgaben machen. Das ist nur nicht so einfach, denn die 9 Monate alte Helena will mitlernen. Du rutschst ein bisschen. Die Mama muss jetzt da arbeiten. Doch die kleine süße Helena will nicht arbeiten, sondern viel lieber spielen. Nicht die Mama rennen, Helena. Und da stellt es der Mama beim Hausaufgabenmachen zusehen keine wirklich befriedigende Alternative dar. Achtung. Gibst du mir meinen Bleistift wieder? Danke. Wenn ich von der Schule nach Hause komme, setze ich mich eigentlich gleich hinter die Hausübungen. Ich schaue, dass ich alles immer gleich machen kann, damit sich nichts aufstaut und ich dann auf einmal so viel arbeiten muss. Und meistens spielt dann die Helena halt neben mir oder im besten Fall schlaft sie halt gerade, bis ich halt fertig bin. Und das war auch nicht immer so. Manchmal schlaft sie erst später ein und dann musst du immer zwischendurch unterbrechen. Manchmal will sie einfach, dass ich mit ihr spiele. Dann nimmt sie auch mal alle Sachen weg, einfach vom Tisch. Sie haut meine Feinde nach herum oder sie nimmt mir immer mein Hausübungsbuch weg. Das ist dann einfach schwierig auch. Kannst du mal spielen? Hm? Mit der Puppe? Kannst du bitte mit der Puppe spielen? Du hast meine Sachen in Ruhe. Das sind Mamas Sachen. Dann schau, kannst du bitte mit der Puppe spielen? Schau, die ist ja viel toller. Die ist so toll, die Puppe. Mit der kannst du spielen, okay? Die kleine Helena findet die Puppe offensichtlich nicht so toll wie ihre Mutter. Und so widmet sie sich schnell wieder den Lernsachen. Du
Nein. 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 Schau mal, das ist für dich. Nein. Das ist gerade der Mann. Das mit dem spielen. Schau, der ist viel toller. Nein. Und so kommt es, dass Jungmutter Sophie sich breitschlagen lässt und das Lernen auf später verschiebt. Kein Wunder, denn wer kann diesem süßen Goldschatz schon widerstehen? Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung für mich. Und auch schwierig manchmal einfach, das alles unter einen Hut zu bekommen, Hausübungen machen, lernen, dann doch für die Helena da sein, dann doch auch einmal Zeit für mich und für Nico zu haben. Einfach das alles zu managen. Sie hat wirklich eigentlich große Verantwortung, große Last zu tragen. Und manchmal habe ich schon den Eindruck, dass es ja manchmal ein bisschen, dass es ihr einfach zu viel ist. Und dazu kommt auch noch, dass Helena einfach immer mehr erkunden will. Helena? Nein. Du? Dies darfst du aber noch nicht. Jetzt darfst du nur gemeinsam mit der Mama. Tja, sobald die lieben Kleinen laufen lernen, muss man eben immer dahinter sein. In Graz bereitet sich die 16-jährige Jungmutter Sophie auf ein sogenanntes Mutter-Kind-Treffen vor, das sie gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrer Mutter besuchen wird. Bei diesen Treffen, die im Rahmen der örtlichen Kirchengemeinde organisiert werden, ist es üblich, dass jede Mutter etwas mitbringt. Die Helena ist jetzt schon eingeschlafen. Ich mache jetzt am besten schnell die Kekse für Munke Ducke, habe ich mir gedacht. Ja, okay, passt. Liane? Ich bin eh noch nicht ganz fertig. Kannst du kommen, mir helfen, für Munke Ducke die Kekse vorbereiten? Während andere Mädchen in Sophies Alter sich für Musik, Weggehen und Neuigkeiten aus der Bravo-Zeitschrift interessieren, bäckt die 16-jährige Jungmutter eben gerne Kekse. Ganz die Mama. Und auch ihre Schwester bäckt fleißig mit. Ich backe sehr gerne Kekse, ja. Sprich, einfachere Sachen. Also, ich backe auch sonst also gern Sachen. Überhaupt das Kochen, das macht mir jetzt immer mehr Spaß, die ganzen Sachen. Ist ja jetzt auch wichtig für mich, dass ich das alles lerne. Davor habe ich mich nie dafür interessiert, habe ich das sogar ein bisschen blöd gefunden. Aber es macht eigentlich voll viel Spaß, wenn man dann selber was kann und wenn es dann schmeckt und das anderen auch schmeckt. Und es ist eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn man das wirklich beherrscht. Das Backrohr hast du schon eingeschaltet? Habe ich schon hergerichtet, ja. Ich brauche es nur noch für danach, noch für unser Essen. Mhm. Das passt schon so. Mhm. Das schaut nämlich lieb aus. Soll ich zwei machen, oder? Du, nein, brauchen wir nicht zwei. Die Heike macht dann Kuchen. Ja, dann. Die Silvia bringt Brot mit. Ich wette, die Eva macht Aufstriche. Das. Nein, dann reicht das schon. Die gehen weg. Das schaut eh lieb aus. Nein, ich weiß, die Kinder mögen die gerne. Ja, die Schnecken. Ja, nicht, dass ihr gleich vorher alle schon wegschnabuliert. Die Mäuschen. Meinen Geschwistern habe ich es eigentlich recht spät erst erzählt, dass ich schwanger bin, weil ich glaube, das hätten sie auch nicht gleich so verstanden, wenn noch kein Bauch da wäre. Aber wie dann Bauch halt zum Segen war, haben wir es den Kindern dann schon gesagt, weil sie schon gesagt haben, hey Sophie, du nimmst aber zu, du wirst dick. Also einen Tag nach meinem Geburtstag haben sie dann gesagt, so in der Früh, dass sie eine Überraschung haben. Dann ist dann so am Nachmittag der Nico gekommen. Und dann haben sie mal hingesetzt und haben gesagt, jetzt sollen wir suchen. Und dann irgendwann einmal haben sie halt gesagt, wenn wir schon länger gesucht haben, hat die Sophie gesagt halt, die Überraschung ist im Bauch drin. Dann habe ich geglaubt, jetzt hat sie unsere süße Sache aufgegessen. Aber dann hat sie gesagt, dass sie ein Kind bekommt. Der Elias hat dann reagiert, ja, aber das geht ja noch gar nicht, du gehst ja noch in die Schule. Und der war wirklich eigentlich außer sich, der hat das am wenigsten begriffen. Ich wollte zuerst gar nicht, dass sie kommt, weil wir schon so viele waren. Und jetzt freue ich mich total, dass sie da jetzt auf der Welt ist. Es ist schon schön mit dir. Gerne, Elias. Lukas, die Kekse sind fertig. Sind schön geworden, die Schnecken, gell? Mhm. Die werden noch heiß sein, gell? Vorsichtig. Eins dürft sicher kosten, aber den Rest brauche ich für Mütter-Treffen heute nachmittags.
In Graz ist die 16-jährige Sophie unterdessen samt Kind, Kegel und Mutter Lucia beim christlichen Mutter-Kind-Treffen angelangt. Und natürlich sind auch die selbstgebackenen Kekse mit dabei. Hallo. Hallo Eva. Hallo Lucia. Willkommen. Ich finde die Idee vom Mukiduki, diesem Kleinkindertreff, sehr nett. Da treffen sich halt immer Mütter, also jetzt nicht so junge wie ich, aber allgemein Mütter mit ihren kleineren Kindern. Und es wird dann immer ein recht netter Nachmittag. Es wird immer was zum Basteln vorbereitet. Und wir singen dann halt auch gemeinsam Lieder. Alle Kinder sind schon da. Alle Kinder, alle. Ich finde die Situation eigentlich recht witzig, dass meine Mama und ich Kinder in der gleichen Kindergruppe haben, so im gleichen Alter fast. Der Lukas und die Helena sind nicht so weit von auseinander. Und ich fühle mich da jetzt nicht unwohl, sondern ich finde es eigentlich angenehm, dass ich mit meiner Mutter da hingehen kann. Da haben wir auch irgendwas gemeinsam, da können wir uns auch gemeinsam dann wieder drüber unterhalten. Also ich finde das eigentlich eine schöne Sache. Früher ist die Sophie auch mitgegangen, aber da war sie halt auf der anderen Seite, dass sie noch mitgespielt hat. Und jetzt schlüpft sie selber in diese Situation oder Rolle, dass sie Mama ist und sich auch ein bisschen anders austauschen will, also nicht nur jetzt mehr das Kindliche oder Jugendliche sein, sondern auch manchmal eben wirklich schon die junge Mama. Das hatten wir noch nie, dass wir Mutter, Tochter, Enkel natürlich in dieser Altersstruktur in unserer Gruppe hatten. Ist wunderschön, es gefällt mir unglaublich gut und bringt auch ganz eine tolle Bereicherung und was Neues. Und ich denke, es macht auch wirklich Mut. Ich glaube, für uns alle zu sehen, es ist möglich. Es ist möglich, sowas zu leben und was Schönes draus zu machen. Was Reiches und was Tiefes draus zu machen. Und ich glaube auch, dass diese Familie auch ihren Glauben so lebt. Ich denke schon, dass das auch viel Kraft gibt und viel Halt auch gibt. Bei diesen Treffen wird sehr viel die Gemeinschaft eben gefördert, auch die Kreativität der Kinder. Es wird meist eine Geschichte vorbereitet und wir basteln dann auch zu diesem Thema was. Und das macht den Kindern auch sehr Spaß. Your love in arms, your tender smile. We just forget the world around us. For a little while there's only you and me tonight. I can feel the joy. Es geht darum, dass man den Kindern eine Basis bietet, wo sie zusammenkommen können, ohne dass nur schulische Herausforderungen verlangt werden, sondern wo sie von ihren Emotionen, von ihrem Gefühl her frei spielen können. Und die Mütter können halt Erfahrungen miteinander austauschen und die Kinder können eben dann nebenbei miteinander spielen. Und das ist immer ein schöner sozialer Kontakt. Ich finde das schon sehr nett. Die Helena ist schon so groß, dafür jetzt, gell? Du weißt, vor ein paar Wochen, nein, und jetzt bist du so gewachsen schon, gell? Der Jonathan aber auch, gell? Mhm. Sie läuft sogar schon, wie ich gesehen, gell? Ja, seit einer Woche. Und wie geht's dir so damit, wenn es jetzt mobiler wird? Ja, es ist anstrengend, aber lustiger jetzt. Lustiger ist es, gell, Jonathan? Das ist schön, wenn man so Fortschritte sieht auch, gell? Jonathan ist ja gegangen. Ja, schau mal, tust du mit der Helena plauschen, hä? Hä? Tust du mit der Helena reden? Helena, du fängst aber schon früh an, Freunde finden, hä? Wenn die Helena mal 15 ist und dann auch zu mir kommt, ja, Mama, ich bin schwanger und es ist halt passiert, dann keine Ahnung, was ich da machen würde. Ich könnte jetzt nicht böse sein oder sagen, ja, was hast denn du jetzt aufgeführt, das ist der Weltuntergang, weil das Gleiche ist in mir eigentlich auch passiert. Aber eigentlich soll ich im Vorfeld genügend mit ihr darüber besprochen haben, dass es nicht unbedingt der Idealfall ist, wenn man so früh Mutter wird. Es ist vielleicht fürs Kind und für die Mutter schön, aber für Ausbildung und für unser Gesellschaftsbild ist es störend, einfach unpassend. Es
bringt einfach mehr Herausforderungen mit sich und das Leben wird dadurch anstrengender. Natürlich werde ich sie unterstützen dann und schauen, dass wir das meistern auch, so wie eben meine Eltern das gemacht haben, das habe ich schon vor. Aber vielleicht ist ja im Vorfeld das abzuklären, dass es eben nicht der Fall ist. Ja. Du mal zeigen den Jonathan, dass du schon gehen kannst. 16. Ja. Vielleicht steht er dann auch auf und geht dir nach. Ja. Jonathan, zeig dir. Stimmt,